Hallo zusammen und willkommen zum Lesemonat Februar. Ja, ich muss gestehen, diesen Monat habe ich mich ein bisschen davor gedrückt. Das ist mir hier und da schon mal vorgekommen, aus unterschiedlichen Gründen. Meistens, weil vielleicht bei den Büchern einige dabei waren, die ich gar nicht so gut fand und dann irgendwie dachte, ach, darüber jetzt noch mal ewig zu reden und mich zu erklären, das war zum Beispiel manchmal ein Grund. Diesmal ist es aber tatsächlich ziemlich anders, denn ich hatte eigentlich einen sehr, sehr guten Lesemonat mit sehr intensiven Büchern. Und ich glaube, das ist es jetzt diesmal eher, dass ich einfach nicht ausschließlich, aber doch sehr viel schwärmen kann. Allerdings die Themen aktueller nicht sein könnten. Und ich, als ich das alles gelesen habe, natürlich nicht wusste, in welcher Situation wir uns jetzt befinden. Also aktuelles Weltgeschehen politisch. Und ich möchte eigentlich so wenig wie möglich Bezüge zur aktuellen Situation schaffen, denn ich gehe davon aus, dass jeder von uns sehr viel sich damit beschäftigt im Alltag und uns allen klar ist, wie schrecklich das ist. Und solche Videos natürlich gar kein Vergleich, nicht wichtig sind zu dem, was gerade passiert. Aber deswegen eben alles einzustellen, ist auch nicht das Richtige. Das Leben, blöd gesagt, jetzt wieder, muss weitergehen. Man will sich ja auch ab und zu mal ein bisschen ablenken können, wenn man schon den ganzen Tag schreckliche Nachrichten schaut. Will man vielleicht mal die eine Stunde abschalten, indem man eben was liest oder jetzt so ein Video schaut. Und deswegen, ja, werde ich da jetzt deswegen eben auch keine Pause machen. Ich möchte aber gleich sagen, also mir wäre es eigentlich sehr, sehr wichtig sogar, dass ihr gerade dieses Video doch schaut, weil wirklich viele Bücher dabei sind, die mir am Herzen liegen, die ich wichtig finde, aber ich will es einfach vorneweg sagen, es werden Themen aufgegriffen, die, wie gesagt, gerade sehr relevant sind, auch wenn sie mir in dem Moment, als ich die Bücher gelesen habe, das nicht bewusst war, weil ich habe es alles im Februar gelesen. Ja. Mal kurz zur Statistik, weil das habe ich das letzte Mal nämlich irgendwie auch vergessen und habe es euch dann nur eingeblendet. Finde es aber eigentlich eine ganz schöne Übersicht. Und zwar habe ich im Februar, also es sind wieder einige Sachen zusammengekommen. Man muss aber dazu sagen, dass ich einige Sachen davon bereits im Januar begonnen habe. Also sowohl bei den gehörten als auch bei den gelesenen Sachen. Und deswegen fällt es mir gerade schwer, Januar und Februar jetzt so zu vergleichen, was die gelesenen Seiten und Stunden betrifft, weil ich da nicht sauber getrennt hatte am Ende des Monats. Ich versuche ja immer so irgendwie einen Monat mit einem Buch am Ende des Monats auch fertig zu sein und wirklich mit einem neuen im neuen Monat zu starten, genauso mit dem Hörbuch, damit man das irgendwie sauberer trennen kann. Das ist Januar, Februar nicht ganz gelungen. Deswegen ist da jetzt einiges zusammengekommen, aber einiges davon schon im Januar. Denn insgesamt werde ich heute über, grob über 10 Geschichten reden. Ich sage extra nicht Bücher, damit ich die Hörbücher da mit rein zähle. Also was sind quasi 10 Bücher? Das macht 2029 gelesene Seiten, also aus Büchern, physischen und E-Books. 2029, das ist definitiv über meinem Durchschnitt, aber eben, weil einiges davon, zum Beispiel Bücher zur Hälfte zum Teil, sogar im Januar schon gelesen wurden. Dann 35 Hörstunden, auch hier gehören einige Stunden in den Januar und 2 Rereads. Also ich habe tatsächlich 2 Rereads im Februar gehabt. Ja, das alles kam zusammen durch insgesamt 3 Hörbücher, 3 E-Books und 4 physisch gelesene Bücher. Die Durchschnittsbewertung lag tatsächlich bei glatt 4, was ich, das war ja so ungefähr mein Ziel, hatte ich mir ja vorgenommen, dass ich immer so ungefähr, zumindest aufgerundet, bei 4 lande im Monat, weil Flops gibt es immer
Und dadurch merkt ihr aber, es gab dieses Mal wirklich auch Highlights und meine ersten 5-Sterne-Bücher diesen Monat. Gut, im Januar waren sie halt ganz knapp keine dabei und jetzt haben wir erst den zweiten Monat. Ja, meine Neuzugänge im Februar, das Video ist sogar schon online. Da habt ihr gesehen, dass bei mir 14 Bücher, nee, 18 Bücher eingezogen sind. Und ich habe 4 physische gelesen, also könnte man theoretisch 4 abziehen. Dadurch, dass aber eins davon ja ein Reread war und sozusagen nicht zu meinem Sub gehört, kann man nur 3 abziehen. Also ist quasi mein Sub im Februar, ja, 3 kann ich abziehen, 18 sind eingezogen, das heißt, mein Sub ist im Februar durch die ganzen Geburtstagsgeschenke um 15 Bücher gestiegen. So ist das halt. Also obwohl ich so viel gelesen habe, weil E-Books zähle ich eben nicht zum Sub, sondern ich will immer wissen, was physisch da ist und ungelesen. Genau. Und dadurch, ja, habe ich zwar viel gelesen und gehört, aber vom Sub sind somit nur 3 befreit worden hier aus dem Regal. Und alle davon werden auch da bleiben. Ja, also nichts davon hat mich so enttäuscht, dass es ausziehen würde. Genau. Das also zur Statistik. Und dann möchte ich ja immer beginnen mit der Monatsfrage, damit ihr das gleich am Anfang mitbekommt und damit auch ich es nicht vergesse. Und ja, passt zu meiner Einleitung, denn ich wüsste gern von euch diesmal, ob ihr, also wie formuliere ich das, Bücher lest, die zu eurer aktuellen, die bewusst zu eurer aktuellen Stimmung passen. Das heißt, wenn ihr traurig seid, dass ihr dann auch traurige Bücher lest, oder braucht ihr dann extra etwas, das euch aufmuntert? Ich kann eben beides total verstehen und bei mir ist es auch sehr unterschiedlich, denn jeder, der, weiß ich nicht, zum Beispiel mal Liebeskummer hatte, der sucht sich eigentlich nicht die, keine Ahnung, die spaßigsten Lieder raus, sondern hört ihr dann gern trotzdem irgendwie traurige Musik, damit es irgendwie so nicht so in einem Kontrast steht zu dem, was man aktuell irgendwie empfindet. Und genauso, wenn man sagt, das ist alles irgendwie so schrecklich, ich kann jetzt kein spaßiges Buch lesen, weil das einfach für mich so unrelevant erscheint. Ja, und deswegen dann vielleicht tatsächlich extra etwas liest, was sich zum Beispiel, ja, wie jetzt irgendwie vielleicht mit Kriegsthemen beschäftigt oder mit Zusammengehörigkeit oder so, ja. Oder sagt ihr wirklich, nee, also zum Beispiel jetzt momentan könnte ich definitiv nichts lesen, was in einem Kriegsszenario spielt oder irgendwie mit Tod und Trauer zu tun hat, sondern ich brauche extra eine Liebesgeschichte, was ganz Leichtes, was Lustiges. Ja, also wie gesagt, bei mir ist es relativ unterschiedlich. Jetzt nach diesem eigentlich sehr guten Lesemonat Februar. Habe ich jetzt im März auch schon wieder angefangen mit Büchern, die ja auch so ernste Themen betreffen. Und jetzt merke ich langsam, jetzt bräuchte ich doch mal irgendwie was, was mich ein bisschen aufmuntert, aber nicht irgendwie Belangloses, sondern ich weiß eben noch nicht so ganz, was könnte das tatsächlich sein. Ja, weil das so skurril ist, weil das dann eben kein Entfliehen mehr ist. Man will ja nicht immer entfliehen aus der Realität, aber ja, genau. Also ich hoffe, ihr habt meine Frage einigermaßen verstanden. Ja, ich formuliere sie auch noch mal ein bisschen in der Infobox. Ja. Und dann, ja, beginnen wir mit dem ersten. Ich war auch sehr unsicher, in welcher Reihenfolge ich euch jetzt die Bücher zeige. Aber ich beginne jetzt wirklich mit den schwierigsten Themen. Weil die Aufmerksamkeit ja auch bei euch vielleicht ein bisschen weniger wird gegen Ende des Videos. Und da kommen dann eher so meine, ne, nicht unbedingt meine Flops, sondern ich habe schon thematisch ja, zusammengefasst. Aber dann haben wir vielleicht auch einen positiveren Abschluss zum Ende des Videos, wenn ich da nicht irgendwie mit den traurigen Sachen aufhöre. Genau. Fangen wir an mit dem ersten. Das habe ich nämlich als E-Book gelesen. Und zwar eben schon im Januar begonnen. Warum hat sich das so gezogen? Am besten gleich mal vorab. Das hatte keinerlei Bezug zum Buch, sondern mit der Art, wie ich es gelesen habe. Denn ich habe das in einem, wenn man so will, Buddy Read mit meiner Mama gelesen. Und zwar, indem ich es ihr per WhatsApp-Sprachnachrichten vorgelesen habe.
denn ich habe mir gedacht, dass sie dieses Thema ebenfalls interessieren könnte. Wollte sie auch ein bisschen an meiner neuen Leseleidenschaft eben teilhaben lassen und weiß, dass sie das eigentlich auch gern lesen würde, aber in ihrem Alltag nicht so richtig dazu kommt, sich die Zeit nimmt, sich hinzusetzen mit einem Buch. Dafür ist sie nicht entspannt genug, dafür schläft sie dann abends zu schnell ein, weil sie so fertig ist und so. Genau, und da habe ich sie mal irgendwann gefragt, wie ist denn das, hättest du denn am Tag 10 bis 15 Minuten Zeit, neben dem Kochen oder so, dir eine Sprachnachricht anzuhören? Dann lese ich dir doch einfach ein Buch vor. Klar könnte man auch ein Hörbuch nehmen, aber dadurch, dass wir eben auch nicht nah beieinander wohnen, ist das auch eine schöne Möglichkeit, hinterher dann drüber zu reden oder dass sie dann auch meine Stimme hört und so. Ja, genau. Und deswegen haben wir das so gemacht. Es hat sich nicht als das beste Vorlesebuch herausgestellt, aber es hat uns beiden sehr gut gefallen. So, und zwar, wie gesagt, ich muss euch das jetzt hier einblenden, heißt das Buch Eine Formalie in Kiew von Dimitri Kapitelmann. Das Ganze hat 176 Seiten in der Hardcover-Ausgabe und ist im Januar 2021 bei Hansa Berlin erschienen. Ihr dürftet schon am Titel erkennen, wo die Aktualität steckt. Wie gesagt, das wusste ich im Januar, als wir damit angefangen haben. Natürlich noch nicht. Zum Inhalt, und zwar der Autor selbst, Dimitri Kapitelmann, ist hier auch der Erzähler. Also es ist quasi ein autobiografischer Tatsachenbericht, aber wirklich nicht sachbuchartig. Also man vergisst nicht, dass es tatsächlich passiert ist und autobiografisch ist, aber es ist eine Geschichte auf jeden Fall, die zusammenhängt. Deswegen lässt sich das sehr gut lesen und ist kein Sachbuch. Er selbst ist seit 25 Jahren in Deutschland und eben geboren eigentlich in Kiew. Und seine Eltern sind mit ihm damals nach Leipzig gekommen, um auch einfach in der Hoffnung auf ein vor allem wirtschaftlich besseres Leben. Und Dimitri sitzt nun in der Ausländerbehörde bzw. Einbürgerungsbehörde vor der Beamtin Frau Kunze und kann eigentlich besser sächseln als die Beamtin selbst, obwohl sie das auch sehr gut kann, und beantragt dort die Einbürgerung, also die deutsche Staatsbürgerschaft. Nur sowohl die deutsche Bürokratie als auch die Beamtin machen es ihm nicht ganz so leicht wie erhofft, denn ihm fehlt noch eine Apostille. Also das ist quasi sowas wie eine beglaubigte Geburtsurkunde, nochmal ein bisschen ausgefallener. Das war zum Beispiel ganz gut, das konnte mir meine Mama dann nämlich gleich erklären, denn die kennt sich aus mit solchen Sachen. Deswegen haben wir das nämlich auch ausgewählt, oder ich habe das ausgewählt für uns beide. Genau, das heißt, Dimitri musste für dieses Dokument persönlich nochmal nach Kiew reisen, also in seine Geburtsstadt, und war dort nicht mehr, seitdem er als, ich glaube, Neunjähriger das Land und die Stadt verlassen hat. Und ihn verbindet eigentlich auch überhaupt nichts mehr mit dieser Stadt, denn er ist wirklich mittlerweile sehr deutsch sozialisiert und hat eigentlich nur von seinen Eltern noch Sachen mitbekommen, die anfangs auch darauf bedacht waren, ihn so ein bisschen fernzuhalten von den alten Gewohnheiten und ihm sogar so eine richtige, also gerade die Mutter, fast schon so eine kleine Phobie eingesetzt hat, dass dort alles schrecklich ist sozusagen. Also da gab es auch so diesen Running Gag, dass sie ihm immer gesagt hat, er dürfe niemals in der Ukraine oder in Kiew auf Gullideckel treten, weil die dort nie festgeschraubt wären und er mit Sicherheit dann da reinfallen würde. Und so gab es immer so ein paar Sachen oder auch eben, dass man halt irgendwie dann überfallen wird oder sowas. Und deswegen hatte der da eigentlich auch nicht so einen richtig guten Bezug. Und erst so mit der Zeit wurde er dann zu dem Deutschen der Familie. Und die Eltern haben sich dann eher so ein bisschen darüber lustig gemacht, dass er ja so deutsch ist und seine eigentlichen Wurzeln überhaupt gar nicht mehr fühlt. Also eigentlich auch ein bisschen paradox.
Und dann reist er eben in seine Geburtsstadt, also nach Kiew. Und ja, so langsam kommen so ein bisschen seine Kindheitserinnerungen wieder auf, wenn auch sehr wenig. Und er trifft dort auch ein paar alte Freunde oder ja, entferntere Verwandte, die ihn dann auch unterstützen, weil dort eben das alles nicht ganz so einfach ist wie, also einfach ist wie bei uns, wo man irgendwo hingeht und dann gibt es klare Regeln und dann beantragt man das und dann geht man, sondern sowohl in Behörden als auch in Krankenhäusern muss man damit rechnen. Wenn ich das jetzt so sage, rede ich von der Zeit, in der das spielt, was aber jetzt noch nicht so lang her ist. Ich weiß gar nicht, ob er eine Jahreszahl genannt hat, aber ich gehe davon aus, dass das noch nicht lange her ist. Also maximal 2, 3 Jahre oder so. Und dass er das so berichtet. Ja, also wenn ich sage, das ist dort so, dann, weil er das sagt und bestätigt durch seine Erzählungen, nicht weil ich das selber irgendwie jetzt beurteilen könnte. Genau. Also, dass dort eigentlich alles hauptsächlich und viel über Bestechung läuft, und ob die Beamten einen guten Tag haben oder nicht, oder die Ärzte oder was auch immer. Ja. Also dieser Besuch ist für ihn zum einen sehr schwer, weil er auch sprachlich dort nicht alles versteht, weil der eine Teil ja eher ukrainisch redet, der andere russisch. Er hat irgendwie trotzdem mehr so scheinbar dieses Russische so ein bisschen drin. Aber gerade in Kiew will man ihn dann manchmal nicht so ganz verstehen, und sagt dann eben eher, er soll ukrainisch reden und nicht russisch. Aber ja, fällt ihm halt nicht so leicht. Und ja, kennt sich wie gesagt nicht so richtig aus mit den Gepflogenheiten, wen man da bestechen muss, damit überhaupt was passiert. Oder dass, wenn da Öffnungszeiten dran stehen, dass man mit denen eben nicht unbedingt rechnen kann, sondern wenn die Beamten sagen, nö, für heute ist Schluss, dann ist halt Schluss. Andererseits ist es aber auch eine schöne Begegnung dort, weil er eben an eine Zeit zurückdenkt, in denen seine Eltern auch noch sehr liebevoll waren, sowohl mit ihm als auch miteinander. Denn mittlerweile ist seine Familie relativ zerstritten, beziehungsweise vor allem er und seine Mutter. Ja, also ich will jetzt auch nicht zu detailliert dann werden, aber vor allem, weil die Mutter sehr, sehr viele Katzen hat und er nennt das Haus, in dem sie mit dem Vater und den ganzen Katzen wohnt, also mit sehr vielen meine ich nicht 4, sondern ich glaube, es sind fast 10 oder so, nennt das Katzastan. Und wirft halt der Mutter immer vor, ihre Katzen wären ihr wichtiger als ihre restliche Familie oder als alles andere und dass es dort bei denen stinken würde und dass sie das nicht einsieht und dass er dort halt aber dann nicht mehr leben will und so. Also deswegen sind die unter anderem verstritten. Und der Vater ist eher immer so einer, der versucht irgendwie zu vermitteln und alles immer so ein bisschen spaßig nimmt und einen lustigen Spruch irgendwie so drauf hat. Ja, aber sich dadurch auch nie richtig bekennt irgendwie oder für eine Seite so richtig eintritt, sondern der will halt einfach nur Harmonie. Genau, deswegen, ja, sind die Verhältnisse eben momentan nicht mehr so gut. Und darum geht es eigentlich. Also er versucht dort einfach diese Dokumente zu bekommen und redet dann einfach über verschiedene, also einmal, wie es dort aussieht in Kiew oder zu der Zeit aussah. Wo man Fortschritt erkennt, wo eben auch besonders nicht, welche Orte ihm bekannt vorkommen, welche nicht, was man mit Deutschland vergleichen kann, was nicht. Also das ist eine sehr, für mich, die da noch nicht war und die sich damit auch nicht so wirklich gut auskennt, eine sehr schöner Überblick so, wie man sich dort die Kultur, die Menschen und alles vorstellen kann. Er hat einige Begriffe auch benutzt, die aber gut integriert und erklärt wurden. Also für jemanden wie mich, der sich damit eben nicht auskennt, wurde das alles immer sehr gut beschrieben. Aber es war eben nicht leicht vorzulesen, weil da einfach auch russische Begriffe drin waren. Also ich konnte sie lesen, sie waren nicht kyrillisch, aber Aussprache, ne? Ich das einfach so hätte lesen können, alles gut. Hier und da gab es eben auch so ein paar Sächselnde, damit habe ich kein Problem, das kann ich vorlesen, das ist kein Ding.
Aber die russischen Sachen oder ukrainischen, da habe ich mir manchmal schon irgendwie die Zunge gebrochen und meine Mama ist da eigentlich besser drin und musste dann halt meistens wahrscheinlich schmunzeln, wie ich mir einen abbringe, das vorzulesen. Aber okay. Ja. Genau, und wie gesagt, wir haben damit angefangen, bevor irgendwie zu erahnen war, wie aktuell das sein könnte. Und zum Beispiel auch wurde der ja, Präsident Zelensky immer als der Komikerpräsident bezeichnet. Also der hat ihn wirklich fortlaufend als solchen benannt, ohne direkt wertend oder abwertend sein zu wollen, sondern es ist nun mal wirklich die Vergangenheit sozusagen, die Entertainment-Vergangenheit des aktuellen ukrainischen Präsidenten. Und ich meine, während wir das gelesen haben, habe ich nicht gewusst, dass ich jeden Tag in den Nachrichten jetzt seinen Namen hören würde. Und somit aber vorher schon so ein kleines Bild irgendwie bekommen habe, obwohl ich mich nie damit beschäftigt habe. Also das ist jetzt so rückblickend einfach auch ganz verrückt, finde ich. Ja, die schlimmsten Erwartungen des Autors vor den Zuständen, die er dort finden würde und zum Teil auch ein bisschen gestimmt haben, aber wechselten sich trotzdem ein bisschen ab mit, also dass trotzdem deutlich wurde, dass auch die Menschen, die dort leben, diesen Wunsch nach Verbesserung haben und dass auch manche Sachen schon vorangehen. Also dass er zum Beispiel in einer Behörde dachte, er müsste dort vielleicht, dass das total kompliziert würde oder er müsste jemanden bestechen. Und die haben dann einfach gesagt, nö, nö, so läuft das hier bei uns nicht. Sie müssen jetzt halt 2, 3 Tage warten und dann kriegen sie das zugeschickt so. Und er konnte es eigentlich gar nicht glauben. Und dann aber irgendwie in der nächsten Behörde ist wieder nur was vorangegangen, wo er wirklich mit Bestechung ja, das versucht hat. Und also man hat da wirklich so gemerkt, wie dieses Land oder diese Stadt so im Zwiespalt ist zwischen den alten Gewohnheiten noch, die dort herrschen, aber dass eben auch viele und vor allem viele junge Menschen sich ja, Fortschritt wünschen, westlicher zu sein und akkurater, bürokratischer. Also das hat schon ein ganz gutes Bild von dieser, von diesem Umschwung einfach gegeben, der da wirklich in dem Land auch irgendwie herrscht. Und ja, er selbst hat halt auch dann einfach so einen kleinen Kulturschock dort erfahren, weil er ist nun mal sein Leben lang eigentlich hauptsächlich deutsch sozialisiert. Und damit, wie er das entdeckt, entdeckte ich, dass eben auch die, das eben auch nicht gewohnt war. Ja, also er bringt dabei aber eben seine Skepsis, irgendwie auch Belustigung und Angst, aber auch die Leidenschaft einem nahe, die er während dieses Aufenthalts erlebt. Also man kann sich, ich finde, man kann sehr gut nachvollziehen, was in ihm so vorgeht, während er in seinem Heimatland sozusagen oder nein, in seinem Geburtsland ist. Und er wechselt auch immer zum Beispiel zwischen, er sagt immer, meine deutschen Landsleute oder meine ukrainischen Landsleute. Also wenn er spricht direkt auch die Zielgruppen an. Also er geht natürlich wahrscheinlich von einem hauptsächlich deutschen Publikum aus. Aber dadurch sieht man auch schon immer, dass er sowohl die einen als auch die anderen als zu sich gehörig dann doch so ein bisschen betrachtet, obwohl er das Ukrainische erstmal so ein bisschen eigentlich verleugnet, weil er dann nicht so viele Anknüpfungspunkte hat. Ja. Mich hat die Sprache vor allem zu Beginn zum größten Teil fasziniert. So die viele Formulierungen, die er gewählt hat oder Beispiele, Umschreibungen, die doch sehr, ich will nicht sagen poetisch waren, aber doch sehr, also nicht sehr platt, nicht so ein typisch journalistisch, also er ist Journalist, sondern auch so ein bisschen leicht philosophisch vielleicht, ohne aber zu abgedreht irgendwie zu sein. Also da habe ich doch hier und da über einige Formulierungen mir die auch markiert, weil ich die sehr auffallend, positiv auffallend fand. Manchmal hat er sich da drin aber auch so ein bisschen verstrickt. Also manchmal war dann der Satz schon recht lang und man wusste dann gar nicht so richtig, was hat er jetzt da eigentlich mit sagen wollen. Und ja, wirkte dann auch manchmal ein bisschen zu gewollt konstruiert.
Also manchmal hat ziemlich gut funktioniert und sogar überrascht. Und manchmal hat man gemerkt, wollte er das wieder und dann ist es aber nicht so richtig aufgegangen und ist dann sogar aufgefallen. Genau, um das jetzt nicht noch weiter in die Länge zu ziehen, aber neben diesen zumeist lustig wirkenden Geschehnissen, von denen er eben berichtet, kommt noch ein sehr trauriges Thema hinzu, mit dem ich so nicht gerechnet habe. Ich will das auch nicht letztendlich nicht wirklich spoilern, auch wenn es ja kein Thriller ist oder kein Krimi, wo man am Ende irgendwas total verrät oder so. Aber ja, ich will das trotzdem nicht so richtig vorwegnehmen, aber man sollte es vielleicht wissen, weil das auch vom Klappentext her und sowas überhaupt nicht deutlich wird. Und es gut möglich ist, dass das den einen oder anderen doch ja, triggern könnte. Ich sag's mal so vorsichtig, es geht quasi um die Krankheit von Familienangehörigen, was ab der Mitte des Buches ungefähr doch zu einem sehr zentralen Thema wird. Also diese tatsächliche Einbürgerung tritt so ein bisschen in den Hintergrund und es geht noch mal viel mehr stärker um seine Familie. Ja, also es hilft schon auch der Geschichte. Wie gesagt, das ist bei so einem realen Erlebnis ein bisschen schwierig, das so zu nennen. Und es hat dadurch trotzdem auch noch Handlung. Aber ja, also das fand ich schon zum Teil sehr traurig und kam sehr unerwartet einfach. Vor allem, weil ja sehr lustige Sachen auch so dabei sind. Und auch in dieser Erzählung jetzt dann mit der Krankheit werden auch noch Witze gemacht. Also nicht platte Witze, sondern sie nehmen es zum Teil auch witzig. Aber dann hat man auch wieder die Nebensätze, die wirklich tief ins Herz gehen, sage ich mal. Das sollte man vielleicht wissen. Ja. Also ich kann das wirklich jedem empfehlen, egal ob man jemand ist, der mit seiner Herkunft, sagen wir mal, strauchelt oder nicht. Also wer irgendwie ja eine Vergangenheit hat und sich nicht sicher ist, wo für einen selbst Heimat ist. Mir geht es nicht so, zum Glück, aber trotzdem konnte ich mich sehr gut in diesen inneren Konflikt durch das Buch einfühlen. Und ja, beneide natürlich niemanden darum, der nicht weiß, wo er sich so richtig oder das Gefühl hat, nirgendwo so richtig hinzugehören. Und deswegen finde ich auch für jemanden, also gerade aus meiner privilegierten Situation heraus, dieses Problem nicht zu haben, finde ich es gut, mich damit zu beschäftigen, um das was heißt nachvollziehen zu können, vielleicht ein bisschen besser verstehen und mich da ein bisschen besser einfühlen zu können, wie es anderen Menschen geht. Und ja, wer, es ist ja wirklich mittlerweile, würde ich jetzt mal behaupten, ohne dass ich eine Statistik gerade kenne, dass wahrscheinlich die wenigsten, die dort, wo sie geboren werden, auch bleiben. Also sagen wir mal zumindest jetzt so aus der Europa, Amerika, Asien, sage ich jetzt mal so. Genau, dass es uns doch irgendwie in andere Städte oder sogar andere Länder zieht und dass das einfach kein Thema mehr ist, das ja weit weg ist. Und gerade jetzt in Bezug auf Flüchtlinge und so ist es, denke ich mal, gut, das irgendwie besser nachvollziehen zu können und einfach froh zu sein, wenn man selber damit nicht strauchelt. Ja. Und ich habe ein kurzes Zitat noch, was es für mich zieht. Das kommt relativ gegen Ende oder ist sogar fast der letzte Satz im Buch. Fasst für mich aber alles ziemlich gut zusammen. Und zwar sagt er, nichts ist so gleichgültig wie Nationalitäten. Wollen wir wirklich an etwas so Gleichgültigem zugrunde gehen, liebe Landsleute? Und das sagt eigentlich sehr viel. Also, ich weiß nicht, ob ihr anhand meiner Erzählungen jetzt wirklich neugierig auf das Buch geworden seid oder nicht. Ich habe dem Ganzen 4 Sterne gegeben, weil mir eben ich glaube, dieser traurige Aspekt noch ein bisschen zu viel mich sehr unerwartet getroffen hat, sehr viel Raum eingenommen hat und über das eigentliche Thema ein bisschen einen Schatten gelegt hat. Aber an sich wirklich ein sehr empfehlenswertes Buch, nicht unbedingt wegen der aktuellen Lage. Also man sollte das jetzt nicht lesen, weil man denkt, oh, das ist jetzt gerade irgendwie relevant und ich verstehe das dann besser oder so.
das nicht unbedingt, sondern einfach generell, ja, wie ich es gerade beschrieben habe, um sich da vielleicht auch ein bisschen besser einfühlen zu können, wie es Menschen geht, die mehrere Orte ihre Heimat nennen könnten und dazwischen eben ein bisschen straucheln. Ja, deswegen doch auf jeden Fall eine Empfehlung für dieses Buch. So, und das nächste Buch kann ich euch zeigen und habe ich euch vor allem nicht zum ersten Mal gezeigt, aber diesmal werde ich mal ein kleines bisschen mehr drauf eingehen. Und zwar ist das eins von den beiden Rereads, die ich diesen Monat getätigt habe. Und zwar Der Vorleser von Bernhard Schlink. Habe ich ja seit Anfang an, also seit ich hier über Bücher rede, immer wieder als mein Lieblingsbuch bezeichnet. Ich war mir aber nicht mehr sicher, wann ich es eigentlich zuletzt, also konkret zuletzt gelesen habe, denn erstmals habe ich es wahrscheinlich so ungefähr 2000, ich kann es nur so grob schätzen, 2006 während des Abiturs gelesen. Also es war Schullektüre und hat mich damals als eigentlich eines der ersten Bücher, die ich lesen musste, trotzdem so nachhaltig beeindruckt und ja, dass ich eben danach immer wieder an das Buch denken musste, andere Werke des Autors gelesen habe und ja, nie von diesem Buch weggekommen bin. Ich habe das dann nochmal irgendwann gelesen und noch mindestens ein oder zweimal als Hörbuch gehört, aber ich wusste eben nicht mehr so genau, wann eigentlich. Und wollte das jetzt nochmal, nachdem ich jetzt auch so ein ganzes Jahr intensiv andere Bücher gelesen habe, nochmal für mich neu entdecken, wo man auch ein bisschen, wo ich auch ein bisschen mehr auf Sprache achte, weil ich vorher eben mehr auch auf Inhalt natürlich geachtet habe und jetzt auch einfach den Sprachstil, also Schreibstil, die Sprache und sowas nochmal ganz anders wahrnehmen kann. Ich weiß nicht, ob ihr es direkt seht, also es hat sich gelohnt, meine Notizen sind oder meine Markierungen sind zahlreich. Die gelben sind eher so ein bisschen handlungsgetrieben, weil ich es in der Leserunde gelesen habe und die orangenen sind so sprachliche und gedankliche Markierungen. Und zwar habe ich auf Instagram, und ich glaube, ich hatte es auch hier angedeutet, zu einer Leserunde aufgerufen und gefragt, wer von euch vielleicht gern mitlesen möchte. Und es haben sich tatsächlich ein paar gefunden, und zwar zum einen die liebe Anke von Die Lesende Frau, die Paula von Reading Fox, die Lisa vom Gedankenlabor und dann noch zwei liebe Zuschauerinnen, und zwar die Gisela und die Heike. Und wir haben dann zu sechst uns ja an dieses Buch gewagt, was ja eben sehr dünn ist, und trotzdem habe ich es in 6 Abschnitte unterteilt, die rückblickend gesehen eigentlich auch ganz gut gewählt waren. Das ganze Buch ist grundsätzlich schon in 3 Teile geteilt, die zeitliche Abschnitte sondieren. Also zwischen diesen 3 Teilen liegen immer so ein paar Jahre dazwischen. Genau. Und die habe ich dann jeweils nochmal geteilt. Und das Buch an sich hat jetzt in dieser Hardcover-Ausgabe 206 Seiten und wurde erstmals 1995 veröffentlicht. Ja, es fällt mir so wahnsinnig gerne, ich über dieses Buch ausführlich reden möchte und wir es in der Leserunde dann auch getan haben. Also wie gesagt, für mich war es ganz toll, also es nochmal zu lesen und vor allem durch die Leserunde nochmal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie jemand darauf reagiert, der das zum ersten Mal liest. Die Anke hat es zwar auch schon mal gelesen gehabt, aber auch da ist irgendwie, da ist inhaltlich nicht so viel hängen geblieben. Und diesmal war sie ja auch sehr beeindruckt davon und vergisst es, glaube ich, auch irgendwie nicht mehr, worum es hier ging. Deswegen war das wahnsinnig toll für mich. Die wusste ungefähr, was kommt, die aber auch nicht mehr jedes Detail wusste, und mitzubekommen, wie jemand darauf reagiert, der es zum ersten Mal liest. Und wir haben uns sehr ausführlich ausgetauscht über diese paar Seiten, aber ich sage euch, man kann darüber so wahnsinnig viel diskutieren, und ich will auch nicht, dass das jetzt hier eskaliert, und vor allem will ich euch nicht spoilern, denn die Sachen, über die man eigentlich so viel reden könnte und müsste, spoilern halt das komplette Buch. Also seid einfach froh, wenn ihr noch nicht viel darüber wisst, und ich werde jetzt auch versuchen, sehr kryptisch zu bleiben. Ich habe schon mal überlegt, ob ich nochmal ein extra Video dazu mache, eben auch mit Spoilern,
weil es einfach so wahnsinnig viel zu sagen gibt. Jetzt ist es aber so frisch mit der Leserunde und wir haben es schon so viel darüber diskutiert, dass ich irgendwie gerade nicht so richtig weiß, ob ich das jetzt nochmal so ausführlich machen kann. Aber sagt mir einfach mal grundsätzlich, würdet ihr euch das anschauen? Also kennt ihr das Buch? Würdet ihr euch dann dieses Spoiler-Video anschauen, das ausführliche? Ja, aber selbst wenn, also ich würde wirklich jedem empfehlen, vorher diese 200 Seiten zu lesen, bevor man sich da irgendwie spoilern lässt. Ja, ich sage euch trotzdem mal ungefähr, worum es geht. Und zwar geht es hier, also der erste Teil beginnt mit dem 15-jährigen Michael, der an Gelbsucht erkrankt. Und muss sich auf dem Heimweg von der Schule deswegen auch mitten auf der Straße übergeben und bekommt dann Hilfe von der 36-jährigen Hannah Schmitz, die ja dann einen Eimer holt, das da wegspült und ihm auch einfach hilft, sich sauber zu machen und irgendwie mal wieder klarzukommen. Dann liegt er sehr viele Wochen im Bett, ist krank und als es ihm dann einigermaßen besser geht, wird er auch motiviert durch seine Mutter, kommt er wieder zu der Hannah und möchte sich einfach bei ihr bedanken, dass sie ihm damals da so ein bisschen geholfen hat, obwohl sie ihn ja nicht kannte. Und er ist dann aber irgendwie doch sehr fasziniert von ihr, weil sie ein bisschen anders wirkt als andere Frauen in dem Alter, die er so kennt, beziehungsweise hat er ja so gut wie keinen Bezug, außer jetzt zu seiner Mutter und Lehrern vielleicht in dieser Altersklasse. Und sie ist aber eben nicht so typisch und fühlt sich dann irgendwann doch auch von ihr hingezogen. Und dadurch, dass sie ihn auch, also das auch annimmt und auch dann Signale mehr oder weniger, die sie empfängt, erwidert, entwickelt sich eine Beziehung zwischen den beiden oder zumindest, und auch eine Leidenschaft. Er merkt ganz schnell, sie hütet irgendein Geheimnis. Also es ist nicht so einfach, so emotional an sie ranzukommen. Deswegen steht das Körperliche schon sehr im Vordergrund bei den beiden, auch wenn er gern mehr hätte, aber das ist nicht ganz so einfach. Und sie schleicht sich aber trotzdem ganz tief in sein Gedächtnis und in seine Persönlichkeit, sodass er sie niemals ganz wieder loswerden wird. Denn eines Tages verschwindet sie spurlos und er denkt auch ein bisschen, dass er daran schuld ist, dass sie böse auf ihn ist und deswegen verschwunden ist. Und Jahre später wird er sie dann wiedersehen und erfährt mehr oder weniger, warum sie verschwunden ist und vor allem auch, welche Vergangenheit Hannah hatte. Das ist eigentlich alles, was ich an Handlung sagen möchte, obwohl das wirklich der Einstieg ist. Also das ist der Einstieg aus dem ersten Teil. Der zweite und dritte hier, da geht es nicht um ganz andere Sachen, sondern nochmal um viel mehr. Es ist in diesen 200 Seiten sind so viele Themen verarbeitet, das ist unfassbar, ohne aber so platt zu sein. Und das fand ich, das ist mir diesmal halt extrem aufgefallen, weil ich mich nachträglich dann auch so dran erinnert habe, mein Gott, was da alles passiert, wie hat er das eigentlich auf 200 Seiten untergekriegt? Das hat mich immer wieder überrascht. Und und ist mir diesmal deswegen die Sprache so besonders stark aufgefallen, weil er es schafft, in wenigen Sätzen und Worten etwas in einem auszulösen, was er dann gar nicht mehr schreiben muss, sondern was in einem selber, also mir ging es auf jeden Fall so und ich konnte das durch die Leserunde ja jetzt auch nachvollziehen, wie es bei den anderen war, auch vielen so ging, dass man viel mehr selber noch reininterpretiert, darüber nachdenkt und dem viel mehr Gewichtung zuteil werden lässt, als die paar Sätze, um die es jetzt dann hier geht. Also ich will mal nicht, wie gesagt, ohne Spoilern, auch wenn es total schwer ist. Es geht zum Beispiel um die erste Liebe, wenn man die findet und erfährt und in diese Welt, es macht einen ja auch ein Stück weit erwachsen, ist ja auch ein Teil dann des Erwachsenwerdens und wie es so das weitere Liebesleben auch beeinflussen kann. Also ob man vielleicht zukünftige Partner immer wieder mit der ersten Liebe vergleicht
weil einen damals etwas besonders fasziniert hat, was man vielleicht später niemals wieder in irgendjemandem gefunden hat. Aber es geht auch um familiäre Konstrukte, wem man sich anvertrauen kann, um Autoritätsverhältnisse, vor allem noch in der Zeit. Also es spielt nach dem Zweiten Weltkrieg, aber nicht zu lang danach. Also ich weiß gar nicht, ob jetzt direkt Jahreszahlen genannt werden, aber so in den 50ern müsste, also der Anfang, der Beginn der Geschichte. Ja, und auch an sich dieses Älterwerden, denn unser Protagonist wird eben im Laufe der Geschichte auch älter. Am Anfang ist er der 15-Jährige und zum Schluss sind wir mindestens 30 Jahre weiter, also wo er in seinen 40ern ungefähr ist. Es geht um die Aufarbeitung von Kriegsverbrechen, um Schuldfragen, sowohl die eigene, wie fühle ich mich schuldig wegen eigenen Taten, aber auch wegen den Taten anderer. Also, ja, wie gehe ich mit anderen Menschen um, die sich schuldig gemacht haben? Klage ich sie dafür an oder nicht? Versuche ich Verständnis zu zeigen für das, was sie getan haben oder nicht? Also das, ja, lassen sich Taten rechtfertigen durch die Umstände, in denen die Menschen damals waren. Ja, und wie gesagt, noch so viele Sachen mehr, die ich jetzt so explizit nicht nennen kann. Ich habe dann überlegt, wie kann ich euch trotzdem einigermaßen noch rüberbringen, was daran so faszinierend ist, ohne diese Spoiler aufzumachen. Und würde euch, glaube ich, gerne einfach noch ein paar Stellen daraus vorlesen. Ich habe jetzt relativ viele rausgesucht, mal gucken, ob ich dann noch irgendwie wieder was rausschneide. Und habe mir Positionen ausgesucht, die weder möglichst nicht die Handlung spoilern, und möglichst wenig, ja, uns aktuell aufwühlen, aber die trotzdem einfach relevant sind. Jetzt schaue ich mal. Genau. Also hier geht es zum Beispiel darum, was er an Hannah so anziehend findet. Wenn ihr sagt, ich finde grundsätzlich das Setting, ein jüngerer Mann, eine ältere Frau, oder sagen wir mal so, er war eben 15. Ne? Also es geht jetzt nicht nur um jüngerer, nicht nur um den Altersunterschied, sondern er war 15. Und das war auch das, was ich den Teilnehmern der Leserunde am Anfang gesagt habe, dass ich darum bitte, weil ich dann ein bisschen Angst hatte, dass vielleicht manche während des ersten Teils irgendwie aussteigen, weil sie denken, es geht das ganze Buch nur um diese Liebesbeziehung. Dass man dieses Buch sollte man nicht unbedingt so lesen, dass man sich so an den Charakteren festklammert und sagt, ich finde jetzt gut, was die machen oder was die nicht machen oder wie die sind oder sich verhalten, sondern, und es regt nämlich auch dazu an, sich zu überlegen, wie würde es mir denn in dieser Situation gehen? Was würde ich machen? Wie würde ich handeln? Und das macht den eigentlichen Konflikt auf, weil eben auch die Protagonisten in diesem Konflikt sich befinden und wir uns dann jetzt nicht als Leser darauf ausruhen sollten, deren Handlungen und Entscheidungen zu kritisieren und zu hinterfragen, sondern uns bewusst machen, wie schwer diese Entscheidungen tatsächlich sind, die hier getroffen werden müssen und womit sich hier beschäftigt wird. Und deswegen, also falls ihr dieses, das sag ich mal, kritisiert oder sagt, nee, sowas will ich eigentlich nicht lesen, es wird auch nicht, also man hat hier keine New Adult Sex-Szenen, ja? Also es, er schreibt schon auch erotisch, aber in drei Sätzen, sehr erwachsen, sehr ästhetisch und da muss man jetzt nicht gut finden, dass das ein 15-Jähriger und eine 36-Jährige ist. Das kann man ausblenden, muss man natürlich nicht, aber ich sage euch, das geht halt so ein paar Seiten, ohne zu explizit zu sein und da kann man gut drüber hinweg. Also nur, weil euch das, dieser Punkt abschreckt, das ist nicht der Fokus, sondern eher, was das auch mit ihm vielleicht gemacht hat dann später. Deswegen ist das auch nicht komplett wertfrei, aber Schlink ist vorsichtig mit bewerten, sondern er hinterfragt ganz viel und lässt manche Sachen eben auch offen, die man selber eben beantworten muss.
Also hier geht es quasi darum, wie sich der Protagonist daran auch erinnert, was er so anziehend an Hannah fand. Ich erinnere mich, dass ihr Körper, ihre Haltungen und Bewegungen manchmal schwerfällig wirkten. Nicht, dass sie so schwer gewesen wäre. Vielmehr schien sie sich in das Innere ihres Körpers zurückgezogen, diesen sich selbst und seinem eigenen, von keinem Befehl des Körpers gestörten, ruhigen Rhythmus überlassen und die äußere Welt vergessen zu haben. Dieselbe Weltvergessenheit lag in den Haltungen und Bewegungen, mit denen sie die Strümpfe anzog. Aber hier war sie nicht schwerfällig, sondern fließend, anmutig, verführerisch. Verführung, die nicht Busen und Po und Bein ist, sondern die Einladung, im Inneren des Körpers die Welt zu vergessen. Finde ich halt ein schönes Beispiel auch für die Sprache. Also er redet nicht immer so kryptisch, aber es kommt immer mal wieder vor. Und deswegen fliegt man jetzt auch nicht unbedingt. Also man fliegt durch die 200 Seiten, weil es grundsätzlich, finde ich, nie langweilig wird. Es ist, passiert immer was und hat immer eine Sogwirkung. Aber und man wird ein bisschen langsamer, weil man viel selber nachdenkt, nicht um zu verstehen, was er geschrieben hat, sondern was das in einem auslöst. Ja, und das nächste thematisiert, weil dadurch kann ich euch, ich kann euch nochmal kurz sagen, die Zitate, die ich an sich jetzt rausgesucht habe, ich habe die mit so ein paar Stichworten versehen und das sind alles eben Punkte, die in diesem Buch thematisiert werden. Also das nächste wäre jetzt Denken versus Handeln. Erinnerungen verarbeiten oder ne? Träume, Erfolg, Verrat, Scham, Verurteilen und die Liebe zu den Eltern. Ja. Also das nächste wäre quasi Denken versus Handeln. Aber ich erkenne heute im damaligen Geschehen das Muster, nachdem sich mein Leben lang Denken und Handeln zueinander gefügt oder nicht zueinander eingefügt haben. Ich denke, komme zu einem Ergebnis, halte das Ergebnis in einer Entscheidung fest und erfahre, dass das Handeln eine Sache für sich ist und der Entscheidung folgen kann, aber nicht folgen muss. Oft genug habe ich im Laufe meines Lebens getan, wofür ich mich nicht entschieden hatte und nicht getan, wofür ich mich entschieden hatte. So, das nächste ist zum Thema Erinnerungen, also aus unserer Vergangenheit und wie wir später vielleicht darauf zurückblicken. Das ist ein bisschen länger, aber ich weiß nicht so ganz, wo ich sonst den Punkt machen soll, damit man es noch versteht. Ja, also wie gesagt, ich sage nach diesen Zitaten, glaube ich, sage ich nicht mehr viel zu dem Buch. Das heißt, wenn euch das nicht interessiert, es gibt zum nächsten Buch, was ich natürlich sehr schade finde, weil das ist mein Lieblingsbuch. Also möchte ich auch, dass ihr es hört. Ja, also. Warum? Warum wird uns, was schön war, im Rückblick dadurch brüchig, dass es hässliche Wahrheiten verbarg? Warum vergällt es die Erinnerung an glückliche Ehejahre, wenn sich herausstellt, dass der andere die ganzen Jahre eine Geliebte hatte? Weil man in einer solchen Lage nicht glücklich sein kann? Aber man war glücklich. Manchmal hält die Erinnerung dem Glück schon dann die Treue nicht, wenn das Ende schmerzlich war. Weil Glück nur stimmt, wenn es ewig hält? Weil schmerzlich nur enden kann, was schmerzlich gewesen ist? Unbewusst und unerkannt? Aber was ist unbewusster und unerkannter Schmerz? Ist diese Traurigkeit die Traurigkeit schlechthin? Ist sie es, die uns befällt, wenn schöne Erinnerungen im Rückblick brüchig werden, weil das erinnerte Glück nicht nur aus der Situation, sondern aus einem Versprechen lebte, das nicht gehalten wurde? Als nächstes geht ums Thema Träumen und das Verarbeiten von Dingen in Träumen. Aber das Aufwachen aus einem bösen Traum muss einen nicht erleichtern. Es kann einen auch erst richtig gewahr werden lassen, was man Furchtbares geträumt hat, vielleicht sogar welcher furchtbaren Wahrheit man im Traum begegnet ist. Das nächste geht so ein bisschen ums Älterwerden und was man als Erfolg empfindet oder nicht. Geht das allen so? Ich fühlte mich, als ich jung war, immer entweder zu sicher oder zu unsicher. Entweder kam ich mir völlig unfähig, unansehnlich und nichtswürdig vor, oder ich meinte, ich sei alles in allem gelungen und mir müsse auch alles gelingen. Fühlte ich mich sicher, dann bewältigte ich die größten Schwierigkeiten. Aber als kleinste Scheitern genügte, mich von meiner Nichtswürdigkeit zu überzeugen.
Die Wiedergewinnung der Sicherheit war nie das Resultat von Erfolg. Hinter dem, was ich eigentlich von mir an Leistung erwartete und von anderen an Anerkennung ersehnte, blieb jeder Erfolg kläglich zurück. Und ob ich diese Kläglichkeit empfand oder ob mich der Erfolg doch stolz machte, hing davon ab, wie es mir ging. Das nächste hat mich auch sehr getroffen, weil da sehr viel Wahrheit drin steckt, man das aber sehr selten so hört oder reflektiert. Kann vielleicht auch nicht jeder nachvollziehen, aber ich glaube doch viele. Also es geht ums Thema Verrat. Nicht, dass ich Geheimnisse preisgegeben oder sie bloßgestellt hätte. Ich habe nichts offenbart, was ich hätte verschweigen müssen. Ich habe verschwiegen, was ich hätte offenbaren müssen. Ich habe mich nicht zu ihr bekannt. Ich weiß, das Verleugnen ist eine unscheinbare Variante des Verrats. Von außen ist nicht zu sehen, ob einer verleugnet oder nur Diskretion übt, Rücksicht nimmt, Peinlichkeiten und Ärgerlichkeiten meidet. Aber der, der sich nicht bekennt, weiß es genau. Und der Beziehung entzieht das Verleugnen ebenso den Boden wie die spektakulären Varianten des Verrats. Das nächste spiegelt sehr kryptisch wider, worum es hier zu einem ganz großen Teil geht. Und er selbst möchte das eben auch kryptisch halten, also der Protagonist, während er mit anderen darüber redet, um eben nicht tatsächlich von der Situation zu reden, sondern einen Rat zu bekommen, ohne aber zu verraten, was das eigentliche Problem ist. Und deswegen umschreibt er das hier nämlich ganz gut und deswegen kann ich euch das theoretisch auch gut vorlesen, ohne zu spoilern. Stell dir vor, jemand rennt in sein Verderben, absichtlich, und du kannst ihn retten. Rettest du ihn? Stell dir eine Operation vor und einen Patienten, der Drogen nimmt, mit denen sich die Anästhesie nicht verträgt, der sich aber schämt, dass er die Drogen nimmt und es dem Anästhesisten nicht sagen will. Redest du mit dem Anästhesisten? Stell dir eine Gerichtsverhandlung vor und einen Angeklagten, der bestraft wird, wenn er nicht offenbart, dass er Linkshänder ist und daher die Tat, die mit der rechten Hand ausgeführt wurde, nicht begangen haben kann, der sich aber schämt, dass er Linkshänder ist. Sagst du dem Richter, was los ist? Stell dir vor, dass er schwul ist, die Tat als Schwuler nicht begangen haben kann, sich aber schämt, schwul zu sein. Es geht nicht darum, ob man sich schämen sollte, Linkshänder oder schwul zu sein. Stell dir einfach vor, dass der Angeklagte sich schämt. Hast du dann ein Recht, ihm diese Entscheidung abzunehmen und ihm dieser Scham auszusetzen? Oder bist du sogar verpflichtet, ihm zu helfen? Ja, das ist zum Beispiel eine Frage gewesen, auf die ich keine Ahnung, die man vielleicht im ersten Moment schnell beantworten kann. Also denkt, dass man die schnell beantworten kann, finde ich aber tatsächlich wirklich sehr, sehr schwer. Ja. Und das Letzte ist eigentlich kurz und knackig, wo es so ein bisschen darum geht, ob man sich auch schuldig macht, indem man Menschen liebt, die vielleicht nicht oder geliebt hat oder liebt, die vielleicht moralisch nicht korrekt handeln. Ob man, wenn die schuld an etwas sind, ob man sich selbst auch schuldig macht, weil man diese Personen liebt. Und dann abschließend sagt er nach diesen Gedankengängen noch, nur die Liebe zu den Eltern ist die einzige, für die man nicht verantwortlich ist. Ja. So, das war jetzt ganz schön viele Auszüge. Aber ich sage euch, das war ja auch nur trotzdem nur ein Bruchteil. Ich finde, es gibt da drin so viele. Gerade über dieses Buch zu sprechen, da habe ich mich auch sehr jetzt vor gescheut, weil ich Angst habe, ich kann dem nicht so richtig gerecht werden, vor allem ohne zu spoilern. Ich kann einfach immer wieder nur sagen, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, tut es. Wenn ihr mal damit angefangen habt und irgendwie meintet, ah, das ist irgendwie, glaube ich, nicht so das Richtige für mich, probiert es nochmal. Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist die Paula gewesen von The Reading Fox, von dem Kanal. Das war unter anderem ihr erstes Diogenes-Buch, die in dem Genre und sowas überhaupt nicht liest, die dem Ganzen trotzdem immerhin, glaube ich, 4 Sterne gegeben hat. Und ich glaube, das ist ein großes Lob an das Buch gewesen.
von ihrer Seite trotzdem. Ja, ich habe nämlich den Lesemonat noch nicht gesehen, in dem sie wahrscheinlich darüber redet, aber wir haben uns ja in der Leserunde ausgetauscht. Deswegen, also alle waren eigentlich wirklich begeistert von dem Buch und es wird, glaube ich, in jedem von uns weiterhin nachhallen. Ja. Und somit höre ich jetzt nämlich auch dann auf mit dem und komme zum nächsten, welches aber thematisch sehr nah dran ist. Denn grob gesagt geht es auch in diesem Buch vor allem um Schuldfrage, um die Aufarbeitung der Kriegszeit, der Nachkriegszeit, Generationskonflikten, also all das, was unter anderem im Vorleser steckt, was ja eigentlich eine fiktive Geschichte ist, auch wenn man sich bei Schlink nie so ganz sicher ist, wie viel Autobiografisches von ihm da drin steckt, ist das nächste aber tatsächlich eher ein Tatsachenbericht oder autobiografisch. Und zwar habe ich euch das in den Neuzugängen vom Januar bereits gezeigt. Und zwar Heimat, ein deutsches Familienalbum von Nora Krug. Und zwar bei Penguin erschienen 2018 mit 288 Seiten, in dem Fall jetzt als Paperback. Das gibt es aber auch als Hardcover. Und das Hardcover kostet, glaube ich, fast 29 Euro oder so. Und das Paperback kostet 18 Euro, was natürlich immer noch relativ viel ist. Aber ich kann euch sagen, dass sich die lohnen würden. Weil ich habe es als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank dafür vom Bloggerportal. Ja, und ich hatte ja als ich euch das bei den Neuzugängen vorgestellt habe, habe ich gesagt, so wie das aufgemacht ist, glaube ich, dass ich das jetzt nicht so am Stück lesen werde, aber immer mal so ein bisschen reinstöbern und reinschauen. Ja, aber ich habe es am Stück gelesen. Also nicht an einem Tag durchgelesen, sondern ich habe es beendet. Ich habe tatsächlich es sehr oft als Frühstückslektüre oder mittags, so in der Mittagspause gelesen, wo ich gesagt habe, jetzt nehme ich mir mal wieder eine Stunde, esse was und lese das nebenbei, auch wenn einem natürlich manchmal so ein bisschen das Essen im Hals stecken geblieben ist wegen der Thematik. Aber wirklich zu empfehlen, ich nehme es vorweg, ich habe dem Ganzen auch 5 Sterne gegeben. Zwar einen kleinen Hang zur 4, aber so alles in allem muss ich sagen, das hat für das, was es ist, 5 Sterne verdient und kann ich euch nämlich sehr empfehlen. Also ich mische jetzt auch schon so ein bisschen Inhalt und Meinung, weil das sich bei einem Sachbuch ein bisschen schlecht trennen lässt. Also es ist ein Sachbuch, aber genauso wie bei dem ersten Buch, das ich euch vorgestellt habe, so ein bisschen in der Handlung verwoben oder immer wieder mit so kleinen Geschichten. Dadurch wirkt es definitiv nicht wie ein staubtrockenes Sachbuch, was ja schon anhand der Aufmachung, also wie gesagt, deutlich werden dürfte, dass das alles andere als langweilig, staubig und trocken ist. Also die Autorin und Illustratorin, also sie ist beides, das ist quasi ihr komplettes Werk, ist geboren in Karlsruhe oder wurde geboren in Karlsruhe. Mittlerweile ist sie aber Professorin. Jetzt habe ich den Satz angefangen, hätte das schon mal, habe ich später gemacht. Also sie ist Illustratorin und Professorin an der Parsons School of Design in New York City. Das qualifiziert sie sozusagen auch zu dem Design von dem Buch. Und wie man sieht, hat sie jetzt ihren Lebensmittelpunkt in Amerika, ist aber in Karlsruhe geboren, aufgewachsen und ist, glaube ich, mit 19 oder 20 oder sowas das erste Mal in die USA gegangen. Und sie hat Probleme damit gehabt, sich ohne schlechtes Gewissen als Deutsche zu sehen und auch zu zeigen. Und das ist ihr in der Schule schon so ein bisschen manchmal bewusst geworden, eben wenn sie zum Beispiel mit der Klasse ein Konzentrationslager besucht haben und sie sich hinterher auch gefragt hat, muss ich mich jetzt schämen dafür, was in diesem Land vorher passiert ist, was hat das mit mir zu tun,
trage ich immer noch eine Verantwortung dafür? Muss ich mich nach außen hin schämen, in dem gleichen Land groß geworden zu sein? Und besonders als sie dann auch in zum Beispiel bei Austauschjahren oder sowas, sowohl in, ich glaube, in, wo war es, in England und ich glaube in Japan oder sowas, auch immer wenn sie dort irgendwo war und man sie gefragt hat, wo sie herkommt und sie ja gesagt hat, eben aus Deutschland, dass dann auch manchmal so ein bisschen blöde Kommentare kamen. Also vielleicht gar nicht mal unbedingt, du bist böse, aber so witzig gemeinte, also ich will es jetzt hier nicht aussprechen, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine, dass gerade zum Beispiel in Amerika oder so oft Deutsche dann begrüßt werden mit einem Spruch, den Deutsche ganz und gar nicht hören können und wollen und vor allem nicht mit sich selber in irgendeiner Art von Verbindung bringen wollen. Amis aber denken, das ist lustig, obwohl das alles andere als lustig ist. Sowas. Sie wusste vor allem wenig über die Rolle, die ihre Familie während des Zweiten Weltkriegs gespielt hat. Und allgemein auch über die Geschichte ihrer Großeltern. Also ihre Großeltern stehen hier ganz doll im Fokus. Auch so ein bisschen ihre Eltern, aber ja, vor allem eben die Großeltern, die während des Zweiten Weltkriegs gelebt haben. Und gerade diese Generation hat so gut wie nie darüber gesprochen. Ich glaube, sie hat auch kaum einen davon noch persönlich kennengelernt. Ihre eigenen Eltern haben eben wenig nachgefragt bei ihren Eltern. Oder eben kaum Antworten bekommen. Und so, ja, und das hat sie irgendwie so ein bisschen gewurmt, nicht zu wissen, wie weit muss denn ihr Schuldgefühl und ihre Scham in ihrer eigenen Vergangenheit wirklich reichen. Was hat meine Familie? Haben sie versucht, etwas dagegen zu tun? Haben sie sich akkurat verhalten oder haben sie sich sogar selbst schuldig gemacht? Und das war so ihre große Aufgabe, das herauszufinden. Nach 12 Jahren, die sie dann schon bereits in der USA verbracht hat und mittlerweile mit einem Juden verheiratet ist, hat sie sich dann auf die Suche und Recherche ihrer eigenen Familiengeschichte begeben. Und eben aus einem Interesse heraus, aber auch nach so einem gewissen Heimwehgefühl, weil umso länger sie sich quasi in den USA aufgehalten hat, umso größer wurde eben auch das Bedürfnis, sich irgendwie mit einer Art Heimat zu identifizieren, aber nicht so richtig zu wissen, darf ich das? Darf ich ohne schlechtes Gewissen mich danach sehnen, was typisch deutsch ist? Essen und so weiter. Also da gibt es zum Beispiel immer wieder so Auszüge, wo sie sagt, nehmen wir hier bestimmt das erste gleich, genau. Das heißt immer aus dem Notizbuch einer heimwehkranken Auswanderin, Katalog deutscher Dinge. Und dann kommt hier zum Beispiel das Heftpflaster oder beziehungsweise Hansaplast. Also nennt dann schon auch so direkte Marken, die Erfindungen waren aus Deutschland, die bis heute gehalten haben und immer noch bekannt sind. Oder zum Beispiel Leitz-Aktenordner. Oder aber auch so Themen wie der Wald, weil der Wald in Deutschland halt recht viel eine große Rolle gespielt hat und da eben zum Beispiel auch das Pilzesuchen so eine typisch deutsche Tätigkeit auch war. Ja, das kommt immer mal wieder zwischendurch zum Beispiel vor und zeigt so einen gewissen Hang dazu, sich deutschen Traditionen auch verbunden zu fühlen. Genau. Und wie ist sie jetzt an die Informationen gekommen? Also zum einen hat sie eben mit ihren Eltern über die Großeltern gesprochen, auch wenn das da immer nicht so viele Informationen rüberkam. Aber sie hat zum Beispiel eine Handvoll Fotos immer hinbekommen und anhand dieser Fotos Recherchen betrieben. Wie zum Beispiel, er hatte dort die und die Kleidung an, was hat das für eine Verbindung gehabt? Oder hat zum Beispiel alte Schulhefte von ihrem Onkel gefunden, der in der Hitlerjugend war, zum Beispiel, der zu der Zeit ein junger Schüler war, in dem selbst in der Schule diese Ideologie gelehrt wurde und findet eben diese verstörenden Aufzeichnungen. Ich will die jetzt nicht in die Kamera halten, aber man findet dann auf einmal, also sie hat die da auch alle drin,
Sie veröffentlicht das wirklich auch alles. Sie erzählt nicht nur darüber, sondern sie zeigt uns das Schulheft von ihrem Onkel, in dem er einen Aufsatz schreibt, wo man nur den Kopf schütteln kann, mit Zeichnungen am Rand, wo man nur den Kopf schütteln kann, dass sich sowas in einem Schulheft eines kleinen Jungen befindet und sogar benotet wurde. Also da fällt, also ganz oft saß ich einfach nur da und dachte mir, wow, dass das mal Realität war, ist so erschreckend, aber eben dadurch auch sehr ehrlich. Außerdem hat sie dann noch Archive durchsucht und sich zum Beispiel wirklich Akten geben lassen, die nachträglich, also nach der offiziellen Aufarbeitung von Kriegsverbrechen und so weiter stattgefunden haben. Ich habe doch hier irgendwo, ich habe mir nämlich noch andere Notizen gemacht und ich frage mich, wo dieser Zettel eigentlich hin ist, liebe Leute. Ist dieser Zettel hier nicht. Das ist schlecht, aber ich weiß nicht, wo der hin ist. Sehr gut vorbereitet. Ja, also ich weiß nicht, warum ich es nicht finde. Genau, also dass man wirklich offiziell noch Akten anfragen kann, wo damals zum Beispiel festgestellt wurde, ob man als Täter, als Opfer, als Mitläufer, als was auch immer kategorisiert wurde, um gegebenenfalls sogar noch eine Strafe nachträglich zu bekommen. Ja, dann hat sie auch noch auf Flohmärkten gesucht und im Internet recherchiert, zum Beispiel, was hat diese Uniform, die er da getragen hat, was für ein Rang war das, also was konnte ich erwarten, was seine Aufgabe war mit dieser Uniform. Genau. Sie trifft dann irgendwann sogar Verwandte, mit denen sie noch nie ein Wort gesprochen hat, weil sich auch eben in der Familie dann Sachen zerrüttet haben, und nimmt uns sozusagen wirklich mit ihren eigenen, so getrieben von ihrem eigenen Interesse daran, ihre Familiengeschichte aufzuarbeiten, aber eben auch immer der mitschwingenden Angst, was man da jetzt möglicherweise erfahren könnte. Und vor allem gehen viele Erzählungen eben um ihren Onkel, der mit den Schulheften, der aber als junger Soldat, SS-Soldat mit circa 19 oder so in Italien gefallen ist. Und dieser Tod von diesem Onkel hat der Familie sehr viel Schmerz beigebracht, hat die Schwester, seine Schwester und seine Eltern sehr getroffen und sehr zerrüttet. Und ihr Vater ist dann danach erst geboren und hat den gleichen Namen bekommen wie der gestorbene Bruder, was auch sehr verwirrend ist. Also jetzt für mich als Leser, aber auch so, also dass man das so macht, im Andenken an den Gefallenen jemand anderem den Namen zu geben und den dann aber eigentlich immer als einen unguten Zweitersatz zu behandeln, weil er nicht an das rankommt, was der erste Bruder so ausgestrahlt hat. Also ganz, ganz verrückt. Ja. Also sie berichtet insgesamt wirklich von der Geschichte Deutschlands, vor allem den Städten Kösheim und Karlsruhe, welche Rolle die dort gespielt haben. Auch schon, sie geht dann auch manchmal wirklich nochmal weiter zurück, irgendwie ins, weiß ich nicht, wie vielte Jahrhundert, und erzählt, dass dort eigentlich schon zu der Zeit die und die Gesetze gegen Juden zum Beispiel erlassen wurden, dann immer wieder auferlebt wurden, dann wieder es schiefgegangen ist, bis es dann irgendwann zum Zweiten Weltkrieg kam. Also auch so, nicht nur den Zweiten Weltkrieg, sondern wo kommt es überhaupt her? Wie viel Hass steckt in der Geschichte an sich schon? Und hat dann auch sozusagen so diese Stadtgeschichten geprägt. Ja, und man merkt eben immer diesen Zwiespalt zwischen ihrer eigenen Neugier, alles erfahren zu wollen, aber eben auch der Angst, was finde ich über meine Vorfahren heraus? Ja. Also insgesamt muss ich sagen, es war wirklich sehr ansprechend und abwechslungsreich aufbereitet mit Hilfe von eben also Scans von alten Fotografien, Zeichnungen, wo sie selbst Zeichnungen so im Comic-Stil so ein bisschen angefertigt hat von Situationen, in denen sie sich befunden hat oder wo sie spekuliert, wie könnte das damals am Küchentisch oder im Wohnzimmer gewesen sein. Welche Gespräche haben die da währenddessen geführt? Also dann sind da immer so Comics drin, so wie jetzt hier.
aber auch Scans von alten und tatsächlichen Dokumenten, Briefen, Fotos. Ja, also hier zum Beispiel, das sind wirklich Auszüge aus alten Dokumenten und Akten, die sie dann aufbereitet hat. Und wirklich, also es ist immer anders und passt trotzdem ziemlich gut zusammen. Ja, das, wie gesagt, das zeige ich lieber nicht, weil ich nicht weiß, ob ich das in dem Kontext darf. Aber wenn man, ja, hier in diesem Buch hat man ja den richtigen Kontext, deswegen darf man das auch zeigen. Ich bin nur jetzt hier vorsichtig. Ja, also man muss sagen, es ist natürlich insgesamt eine sehr persönliche Geschichte, die sie hier erzählt und nicht allgemein, wie war es denn so im Zweiten Weltkrieg, sondern es geht schon ganz stark um Personen auch, die mit ihr zu tun haben oder mit ihrer Familie, die aber ein Zeitbild malen oder ein Beispiel geben von echten Menschen aus dieser Zeit. Den einzigen Kritikpunkt, den ich so ein bisschen habe, ist, dadurch, dass es ja so viel um ihre Familie geht, hätte mir ein Stammbaum geholfen. Es sind zwar wenige Charaktere, aber sie springt dann immer so ein bisschen zwischen den Großeltern von ihrer, also die Eltern von ihrer mütterlichen Seite und der väterlichen Seite und dann jeweils noch so ein paar Familienmitglieder drumherum. Und da bin ich zwischendurch manchmal so ein bisschen ausgestiegen, welcher Onkel, also oder welcher Opa war denn jetzt das und welcher war der andere, weil ich mir die Namen halt trotzdem, also obwohl das so typisch deutsche alte Namen sind, konnte ich mir das irgendwie manchmal nicht so richtig merken. Es ist nicht super wichtig, aber wäre einfacher gewesen. Also so ein kleiner Stammbaum, wenn man schon so persönliche Sachen macht, wie jetzt hier, hätte es jetzt halt nicht geschadet, da so einen kleinen Stammbaum drin zu haben. Ja. Also insgesamt muss man sagen, dass das nicht nur für Deutsche eine absolute Empfehlung ist, sich auseinanderzusetzen mit unserer Geschichte, eben mit der Schuldfrage, die damit zusammenhängt, sondern es ist insgesamt auch ein sehr visuell ansprechendes Erlebnis. Also wie gesagt, es wird überhaupt nicht langweilig. Es sind ein paar Seiten und ich dachte eben auch am Anfang, dadurch, dass das ja hier, sag jetzt mal zum Beispiel, nur so ein Comic ist oder nicht so wahnsinnig viel Text, dass man da relativ schnell durchkommt. Und man kommt auch gut voran, aber nicht so schnell, wie ich dachte, weil einfach das, was man liest, halt so einen Eindruck hinterlässt. Und einen so viel selber reflektieren und nachdenken, staunen und Kopfschütteln lässt, dass man das nicht einfach so wegsnacken kann. Sag jetzt mal wie ein Comic einfach, ne? Wo man liest, blättert und so. Und auch, weil es halt visuell so viel zu entdecken gibt, weil man sich dann die Fotos genau anguckt. Oder gut, ich schaue jetzt dann noch mal ein bisschen spezieller drauf, wie sind die Illustrationen so gemacht, weil sie relativ einfach sind und trotzdem sehr gut wirken. Also ich habe dann schon auch immer noch ein bisschen mehr so auf die Machart dann auch geschaut, um auch das zu wertzuschätzen oder aufzunehmen, wie das auch gemacht ist mit den Illustrationen und so. Also es ist so eine Mischung. Also wie gesagt, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich verlinke euch mal auch unten die Verlagsseite, wo es um das Buch geht. Denn da ist ein Video drauf oder ist ein Video mit verlinkt, wo ein bisschen durchgeblättert wird, wo ihr das noch ein bisschen besser seht als bei mir jetzt hier, weil ich ja auch nicht zu viel zeigen kann, will, wie auch immer. Da seht ihr nochmal ein bisschen mehr von den verschiedenen Stilen, die hier auch drin sind. Also wie gesagt, von mir eine ganz große Empfehlung. Es war deutlich, also es war schon was anderes, als ich gedacht habe. Ich dachte wirklich, es würde auch noch ein bisschen mehr, also es wäre jetzt nochmal interessant, sich meinen Eindruck vom Neuzugänge-Video anzuschauen, als ich ja noch nicht sicher wusste, worum es geht. Da dachte ich, durch diese Sammlungen hier mit den Pflastern und so, oder Wärmflasche ist zum Beispiel auch so ein Thema, dass da auch die schönen Seiten eben gezeigt werden von Deutschland oder von der deutschen Geschichte und dass es so allgemein sich ums Deutschland, um Deutschsein dreht. Aber nein, es ist tatsächlich, muss man wirklich sagen, es ist hauptsächlich eine Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs, also die Rolle Deutschlands darin und was für Folgen das hatte für uns als Land und als Bevölkerung und eben ihre eigene Familiengeschichte. Also es ist wirklich sehr
auf dieses Thema. Das ist nicht irgendwie gestreift, sondern es geht hier genau darum. Deswegen finde ich es, nee, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Titel falsch gewählt ist oder so oder die Beschreibung. Ich glaube, das war vielleicht was Persönliches, dass ich mir darunter noch ein bisschen auch was vorgestellt hatte, ein bisschen mehr pro-kontra abwechselnd. Und es ist aber schon sehr viel schwermütig, sehr viele schlimme Sachen, die hier aufgearbeitet werden und wenig. Aber es ist doch auch toll, dass in Deutschland das und das passiert ist. Also so dieses, ne, das gibt's wenig. Ja. Aber gut, was will man schönreden, wenn es zu der Zeit halt nicht viel Gutes gab, ne? Ja, also klar gibt es auch Gutes, weil da auch Beispiele gezeigt werden von Menschen, die sich eingesetzt haben, die ihre Stimme erhoben haben und so. Was, aber das ist halt, ne? Das ist jetzt nichts, worauf wir jetzt nachträglich dann stolz sind. Wenn wir nicht wissen, was wir getan hätten. Ist ja nicht unser Verdienst. So. Ja, also insgesamt einfach nochmal zu sagen, von mir eine Empfehlung, 18 Euro, ja, ist eine Investition, finde ich, lohnt sich aber, ist was, was ich finde, was vor allem Jugendliche, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen oder sollten, sehr zugänglich gemacht wird durch die Art der Aufbereitung, aber auch für Erwachsene nochmal mit Sicherheit einiges nochmal dazu lernt. Also mir waren da Sachen definitiv auch noch neu. Ja, also würde ich definitiv meinem oder auch als Geschichtslehrer oder als Lehrer eine super Sache, finde ich. Ja, finde ich, kann man haben. Kann man sich mal angucken. Einfach eine Empfehlung. So, und mit dem nächsten Buch machen wir es jetzt nochmal so richtig schwer thematisch und dann habt es aber quasi, haben wir es überstanden mit den sehr ernsten und schweren Themen. Aber wie gesagt, ne, alle Bücher, die ich euch jetzt gezeigt habe, waren völlige Highlights. Also ich hoffe, ich habe jetzt nirgendwo vergessen, meine Sterne dazu zu sagen. Also Formalie in Kiew hat 4 Sterne bekommen, der Vorleser hat natürlich 5 Sterne bekommen, Heimat hat auch 5 Sterne bekommen, einfach für das Gesamtwerk. Und das nächste Buch hat auch 5 Sterne bekommen. Und das sind die best, also diese schweren Themen waren die bestbewertetsten Bücher diesen Monat. Alles, was danach kommt, ist eher, sage ich mal, Unterhaltungsliteratur und hat zum Teil auch gut abgeschnitten. Ja, aber reden wir nicht weiter drum rum. Das nächste ist auch ein Rezensionsexemplar und zwar steht das schon länger bei mir im Regal, muss ich gestehen, weil ich mich auch hier ein bisschen vor der Auseinandersetzung mit dem Thema gescheut habe, was aber genau den Nagel auf den Kopf trifft, was auch im Buch gesagt wird. Und zwar, was bleibt, wenn wir sterben, von Louise Brown. Und zwar ist das aus dem Diogenes Verlag, erschienen letztes Jahr im September, also 2021, und hier als Hardcover mit den 256 Seiten. Übrigens möchte ich nochmal darauf hinweisen, wie schön diese, also das ist ja jetzt mal ein Diogenes-Buch, dem man nicht sofort ansieht, dass es ein Diogenes-Buch ist, wie schön die aber teilweise ohne Schutzumschlag aussehen, weil die Hardcover von Diogenes alle immer im Leineneinband sind mit dieser Prägung hier. Also die sehen wirklich super schön aus. Und ich mache ja den Schutzumschlag eigentlich immer ab, wenn ich lese. Und mag das total gerne, diese Leinenbücher auch dann in der Hand zu haben. Das mal noch so am Rande. Ja, und auch hier ist es quasi ein Sachbuch, ein Tatsachenbericht. Und ich staune, weil ich eigentlich nicht so mehr so leicht tue mit Sachbüchern. Aber alle drei, sage ich jetzt mal, die ich dann eben im Februar gelesen habe, haben ja immer so gekratzt an einer Handlung ein bisschen, die sie so, also an Erzählungen, sagen wir mal so, mit Erzählungen gefolgt und nicht rein faktisch Sachbücher. Und das ist scheinbar die Art der Wissensvermittlung für mich, die für mich geeignet ist, statt so ja, trockene Sachbücher eher in Erzählform
da komme ich besser mit klar. Und zwar geht es hier eben auch um die Autorin Louise Brown, die nach dem Tod ihrer Eltern, also sie ist Journalistin und musste sich erstmals nach dem Tod ihrer Eltern mit dem Thema Tod und Trauer auseinandersetzen, weil bis dahin konnte sie das ziemlich gut verdrängen. Und zuerst ist dann ihre Mutter gestorben und wirklich wenige Wochen oder Monate später dann ihr Vater. Und damit kam das dann gleich so knüppeldick auf einmal hintereinander. Und dann hat es dazu geführt, dass sie auch Traurednerin geworden ist. Also bei Trauerfeiern die letzten Worte zum Abschied der Verstorbenen sagt und sich dafür eben vorher mit den Verbliebenen, mit den Familienangehörigen unterhält über die Verstorbenen und sich somit mit ihrem eigenen, aber eben auch mit fremdem Schmerz sozusagen beschäftigt hat und durch diese Gespräche auch merkte, wie unterschiedlich mit dem Thema Tod und Trauer umgegangen wird. Also sie konnte ja dann eben das von sich ihre eigenen Erfahrungen vergleichen mit dem anderer, aber auch wie unterschiedlich die anderen alle berichtet haben, zum Beispiel über ihre Verstorbenen oder ja, wie sie einfach umgegangen sind mit der Trauer. Und durch diese ganze Zeit hat sich auch nicht nur ihre Einstellung zum Tod geändert, sondern auch ihre Haltung zum Leben. Und das ist eigentlich auch so die Kernbotschaft hier drin, dass wir natürlich nichts am Ende dagegen tun können, dass der Tod immer ein Teil auch unseres Lebens sein wird. Denn nichts ist eigentlich, also es fällt uns so schwer, über Tod und Trauer zu reden und damit umzugehen, obwohl wir alle davor nicht geschützt sind und in unserem Leben nicht so sicher ist wie der Tod, weil unser eigenes Leben irgendwann damit enden wird und ja, um uns herum Menschen, mit denen wir zu tun haben, die wir lieben, wir uns von denen verabschieden werden müssen. Und das eigentliche Thema ist, dass jeden treffen wird und man aber trotzdem sich nicht damit auseinandersetzen möchte und das wirklich gerne verdrängt. Was ich nur unterschreiben kann, weil ich das, sobald es ein Thema war in meiner Familie oder so, also wenn darüber gesprochen wurde, ich das auch gerne abgetan habe mit, jetzt hör aber auf, an sowas wollen wir doch nicht denken und so. Aber dass das natürlich genau falsch ist, dass man das annehmen sollte, dass man noch zu Lebzeiten mit seinen Liebsten darüber reden sollte, wie stellen sie sich zum Beispiel ihre Trauerfeier vor oder auch haben sie Angst davor, möchten sie vielleicht gerade was mit mir teilen, um nicht allein mit ihren Gedanken zu sein. Und dass wir das eben nicht so abtun und dass umso mehr wir uns zu Lebzeiten schon damit beschäftigen, uns auch das danach ein bisschen leichter machen, weil wir vielleicht wissen, wie derjenige, den wir verabschiedet haben, zu diesem Thema stand, dass wir ihm hinterher noch gerecht werden, indem wie wir zum Beispiel seine Feier organisieren oder wie wir an ihn zurückdenken, Sachen rechtzeitig erfragen, die wir später vielleicht nicht mehr erfragen können. Ja, und sie sagt, die Trauer ist eine ständige Erinnerung an die Liebe, die noch da ist, wenn ein Mensch stirbt. Die Liebe, die besteht, weil dieser Mensch so war, wie er war. Und das ist eben so die Botschaft auch, die sie senden will, dass uns ja in Trauer auch immer nur trifft, weil das, oder so, umso deutlicher sie uns trifft, umso deutlicher macht sie klar, wie sehr wir jemanden geliebt haben. Und dass ja andererseits auch wieder was Schönes ist, weil wir dadurch merken, wie viel uns dieser Mensch zu Lebzeiten gegeben hat und über den Tod hinaus noch in unserem Gedächtnis bleiben wird. Und wie glücklich wir uns schätzen können, dass wir Menschen um uns hatten, die wir so sehr geliebt haben, dass wir sie jetzt so sehr betrauern können, wenn sie nicht mehr da sind. Das ist natürlich Theorie und fällt uns schwerer, uns daran zu erinnern, wenn es soweit ist. Es sagt auch nicht, dass wir nicht traurig sein dürfen. In keiner Zeile hier drin steht, Trauer ist Blödsinn. Sieh es doch mal so. Sondern natürlich bist du traurig. Aber das ist normal und das ist auch okay so und das ist ein Prozess. Und also
Und ich finde sie findet sehr klare und ehrliche Worte, aber zum Teil eben auch tröstend, wenn auch es nicht so ist. Also das sollte man sich nicht davon erhoffen, dass wenn man das liest, auf einmal den nächsten Trauerfall super gut und super stark durchstehen kann, weil das ist ja nicht Sinn und Zweck, sondern sie möchte, dass wir uns bewusst werden, dass Trauer okay ist, dass wir die spüren dürfen, dass das weh tut. Und deswegen versucht sie uns nicht auszureden, sondern eher ihm zu sagen, dass das normal ist und dass das aber auch ein Zeichen ist von Liebe zum Beispiel. Oder wie wir uns besser darauf vorbereiten können. Nicht, dass es dann weniger weh tut, aber vielleicht, dass wir, wie ich schon gesagt habe, wissen, wie wir dann zum Beispiel bei einer Trauerfeier handeln können. Ja, und sie erzählt ganz viel auch von den Verstorbenen, für deren Trauerfeier sie dann Reden geschrieben hat. Also da gibt es wirklich immer mal wieder auch eine Erwähnung zum Beispiel von, ich sag jetzt mal, Karl-Heinz. Und sie hat sich dann hinterher mit der verbliebenen Frau unterhalten, die über Karl-Heinz und über das gemeinsame Leben mit Karl-Heinz geredet hat und was ihn ausgemacht hat. Und in der Art, wie dann die Verbliebene über denjenigen redet, finde ich, wird einem auch noch mal bewusster, was wir oft so für selbstverständlich nehmen und was wir über Menschen in unserer Umgebung sagen würden. Und vielleicht manchmal sogar die Reflexion über diesen Menschen erst nach dessen Ableben passiert. Also warum ist uns nicht schon zu Lebzeiten bewusst, was wir Besonderes an den Menschen haben, warum immer erst oder oft erst danach. Sie sagt auch, dass es deutlich wird, dass oft die negativen Einstellungen oder negativen Erlebnisse mit den Verstorbenen nicht unbedingt durch den Tod alle verziehen werden, aber sie werden dann oft nicht mehr thematisiert oder werden dann sind auf einmal nicht mehr so wichtig wie die positiven Sachen, dass man sich doch an Verstorbene auch lieber positiv erinnern möchte und die Sachen, die nicht so gut waren, dann vielleicht mitbegräbt, blöd gesagt. Was ich besonders hervorheben muss, auch wovor ich nämlich ein bisschen Bedenken hatte erst, aber kann ich wie gesagt unterschreiben, dass nicht so ist. Ich hatte Angst, dass es möglicherweise ein bisschen in eine etwas esoterische Richtung gehen würde, also dass da zum Beispiel irgendwelche religiösen Erklärungen kommen oder irgendwie so nach dem Motto, ja, irgendwann sieht man sich im Himmel wieder und dann ist alles, Sowas wird mal erwähnt, weil das vielleicht ein Hinterbliebener sagt, dass er sich dadurch tröstet. Aber das ist nicht das, was als Botschaft hier rüberkommt, dass wir uns so, dass das so ist und dass wir uns so trösten müssen. Oder dass sie dann auch manchmal halt Metaphern oder sowas benutzt, die natürlich ein bisschen, vielleicht mal ein bisschen philosophischer sind, aber nie irgendwie so abgehoben oder unrealistisch, sondern das ist alles, finde ich, handfest und greifbar und macht keine neue Ideologie auf oder esoterische Denkweise, sondern doch recht rational, aber nicht kalt, also trotzdem mit der richtigen Portion Emotionen dahinter. Ist vielleicht eben auch ihrem Ursprung als Journalistin ja, zu verdanken, dass sie da recht realistisch bleibt und das alles beschreibt. Aber dadurch wird es eben auch ein bisschen persönlicher und nicht so kalt und wissenschaftlich, so nach dem Motto, also es wird jetzt auch nicht gesagt, ja, derjenige ist dann eh tot, der merkt nicht mehr, wie seine Feier aussieht. Also sowas wird sie da auch auf keinen Fall sagen. Sie sagt aber auch nicht, derjenige schaut von oben zu und verurteilt uns dafür, was wir dann für Entscheidungen treffen, sondern da geht es eher darum, wie ich mich als Hinterbliebene fühle, ob ich demjenigen gerecht werde oder nicht, was ich brauche bei so einer Trauerfeier oder nicht. Also wirklich handfeste Sachen und nicht Engelchen und Teufelchen oder so. Ja, also auch wenn dieses Buch natürlich den Schmerz nicht nehmen kann, den wir irgendwann empfinden, wenn wir das durchmachen, ist vielleicht trotzdem das ein oder andere so, ja, dass wir uns auch schon vorher ein bisschen mehr Gedanken darüber machen und eben uns trauen,
darüber zu reden. Also es gibt da auch so ein Kapitel, wo es Menschen gibt, die tatsächlich auch einfach das Bedürfnis haben, über den Tod zu reden. Also nicht als Selbsthilfegruppe, sondern so allgemein, ich habe Angst vor dem Tod oder was, manchmal kann der Tod auch eine Erlösung sein von einem langen Krankheitsleiden oder so. Also dass man auch solche Perspektiven einnehmen kann. Die Kapitel haben immer so einen Doppelnamen, also zum Beispiel ein Hamster namens Georg oder die erste Begegnung mit dem Tod. Also das erste ist immer zum Beispiel auch jetzt der Name von einem Hinterbliebenen, für den sie eine Rede geschrieben hat. Und das zweite dann, was hat mir das gezeigt? Also das ist ein Beispiel für das und das. Oder 15 Teekannen oder was soll man behalten? Also 15 Teekannen, weil ihr Vater zum Beispiel so eine Teekannensammlung hatte und als sie hinterher eben das Haus ausräumen musste, dieser Zwiespalt. Meinem Vater waren diese 15 Teekannen, die er als Sammlung hatte, wahnsinnig wichtig. Aber ich kann die doch jetzt nicht alle behalten. Also muss ich jetzt die 15 Teekannen behalten, weil sie meinem Vater wichtig waren? Oder nicht? Also sie sagt dann auch nicht, das ist richtig, das ist falsch, sondern einfach nur, das sind Situationen, die uns betreffen in solchen Momenten. Und dass man da mit sich gnädig sein sollte, dass man nicht auf einmal alles rausschmeißen sollte, aber dass man auch nicht alles aufheben muss, dass man sich bewusst werden muss, was verbinde ich denn? Vielleicht hilft ja eine Teekanne, damit ich mich an ihn und seine Leidenschaft für diese Teekanne erinnere. Deswegen muss ich vielleicht nicht alle 15 behalten. Ja, also es sind recht kurze Kapitel, aber sehr eindrücklich. Oder auch, was eben Humor machen kann, hat Humor auf einer Trauerfeier was zu suchen oder nicht. Dass es natürlich auch jeder unterschiedlich sieht. Ja, also so ganz viele Themen rund darum, wie man mit seiner Trauer umgeht, aber auch wie man im Leben miteinander umgeht. Und also zu empfehlen, natürlich keine leichte Kost, logischerweise. Auch nicht das Allheilmittel, nie wieder traurig zu sein. Aber vielleicht sich ein bisschen verstanden zu fühlen. Ich bin noch nicht sicher, ob es gut ist, ich würde sagen, ja, das ist gut, sich vorher, bevor man in dieser Trauer steckt, sich damit zu beschäftigen. Ich kann gerade nicht sagen, wie es ist, wenn jemand trauert, ob das dann das geeignete Buch ist, ob einem das dann hilft. Also ich musste ganz oft schlucken währenddessen, einmal weinen und das relativ am Anfang, ich glaube auf Seite 20, habe ich auch gedacht, ach, ich könnte das jetzt beim Frühstück lesen, dann ist mir das Frühstück im Hals stecken geblieben. Ich hatte einen Heulkrampf und habe mich gefragt, wie ich dieses Buch weiterlesen soll, wenn ich da jetzt ständig weinen muss. Aber war zum Glück dann nach nicht mehr, auch wenn es mich oft natürlich auch traurig gemacht hat. Aber es ist, wie wir gelernt haben, ja auch okay. Jetzt habe ich den Anfang von dem Satz vergessen. Aber ob man das denn lesen sollte, wenn man sich gerade in einem Trauerprozess befindet. Ja, kann ich nicht einschätzen. Also weil es reflektiert dann auf jeden Fall die eigene Stimmung. Es macht einen vielleicht nicht noch trauriger, aber es hilft einem vielleicht in dem Moment gerade auch nicht raus. Deswegen ist es, denke ich mal, schon gut, sich vorher damit zu beschäftigen. Ich habe mir hier auch einige Anmerkungen gemacht. Und vielleicht würde es mir in so einer Situation dann helfen, das aufzuschlagen und zu lesen, es ist genau diese behutsame Zuneigung, welche die Zärtlichkeit auszeichnet und ihr eine besondere Kraft verleiht. Mit der kleinsten Berührung kann man oft mehr Zuneigung vermitteln als mit den größten Worten. Die Zärtlichkeit kann es sein, was bleibt, wenn die Leidenschaft abnimmt. Sie kann ein Schlüssel zu einem Herzen sein, das sich eher mit einem liebevollen Lächeln öffnen lässt als mit großen Gesten. Und damit war zum Beispiel gemeint, einfach am Sterbebett von jemandem zu sitzen und ihn nicht allein zu lassen, der vielleicht Angst davor hat zu gehen und einfach, dass jemand bei ihm ist und vielleicht die Hand hält und streichelt, es für denjenigen erträglicher macht. So, jetzt haben wir den Punkt erreicht, wo ich
doch wieder drauf reagiere. Deswegen, aber ich habe euch das Buch jetzt vorgestellt. Ich kann es euch nur empfehlen. Und jetzt haben wir es mit den traurigen Themen geschafft. So, und ich habe mich jetzt gerade dazu entschlossen, dass ich diesen Lesemonat wieder in 2 Videoteile aufteilen werde. Ja, dann habt ihr vielleicht auch die Chance, jetzt erstmal irgendwie ein Päuschen zu machen und euch dann das 2. Video später anzuschauen, weil das jetzt hier thematisch auf jeden Fall anders weitergehen wird, ein bisschen leichter. Ich habe jetzt sozusagen noch Kinderbücher und Fantasy und so für euch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das jetzt hier in ein Video zu mischen, das passt irgendwie nicht so ganz mit den anderen Büchern, die ich euch gezeigt habe. Ich würde mich aber natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr das andere trotzdem auch noch anschaut. Das gehört ja zu meinem Lesemonat Februar dazu. Aber so haben wir da doch ein bisschen thematischen Bruch. Und ich leite euch jetzt im Anschluss auch gleich weiter einfach zu dem 2. Teil und freue mich, wenn ihr dort auch dabei seid. Wenn ihr jetzt in diesem Video wirklich die meisten Bücher euch angehört habt, dann bin ich sehr, sehr dankbar, weil die wirklich mir alle relativ wichtig waren, viel mit mir gemacht haben in dem Monat. Sagt mir gerne, was ihr davon kennt, was euch vielleicht jetzt interessiert, ob euch das eben momentan halt alles zu schwierig ist, kann ich auch verstehen. Dann merkt ihr euch vielleicht vor oder so. Gut, dann sehen wir uns jetzt gleich in dem 2. Video und da sage ich auch nur ganz kurz Hallo und dann geht's weiter. Also, wir sehen uns.